Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie man Säume richtig abwinkelt bzw. die Nahtzugaben halt dazu entsprechend einzeichnet, bei zum Beispiel einer Hose mit einem Umschlag oder wie man Abnäherdächer, so nennen die sich, einzeichnet oder wie man Falten an einem Halsausschnitt einzeichnet, weil wenn ihr das nicht richtig macht, dann fehlt euch im Endeffekt Stoff und das möchte ich euch zeigen, wie man das verhindert. Hier habe ich jetzt erstmal ein Hosenbein, was nach unten eng zuläuft. Hier ist das Innenbein, das läuft etwas schräger. Hier ist das Außenbein, das läuft etwas gerader zum Saum. Jetzt habe ich hier ein Geodreieck und eine Schneiderkreide. Jetzt habe ich hier meinen Saum. Und ich möchte gerne eine Hose mit Umschlag machen. Ich zeige mal kurz, wie das dann aussehen soll. Wenn ich die Hose genäht habe, hätte ich gerne zum Beispiel einen 4 cm breiten Umschlag oder Aufschlag, wie man es nennen mag. Damit ich das jetzt richtig einzeichnen kann, zeichne ich erst einmal Hilfslinien, damit ihr seht, wo ich überhaupt dran bin. Also 4 cm möchte ich hochgehen. Dann muss ich ja aber auch 4 cm wieder runter. Und dann brauche ich noch 4 cm Saum. Das ist jetzt relativ willkürlich. Ihr könnt natürlich auch 3 cm machen. Und je nachdem, wie ihr den Saum verarbeitet, ist dann auch die Nahtzugabe vom Saum hier innen drin. Also ich schlage das nochmal hoch. Ich gehe 4 cm hoch, gehe ja dann 4 cm wieder runter und habe noch 4 cm für den inneren Saum. So. Jetzt habe ich hier meine Spiegellinien quasi. Ich lege das Geodreieck hier am Saum von meinem Schnittteil auf der Nulllinie an und schiebe es so weit nach außen, bis ich hier am Schnittteil auch 4 cm habe. Ja, also ich hatte ja hier angelegt, unten auf der Kante, dann fehlen mir hier ja ein paar Millimeter. Zeichne ich jetzt also einfach so diesen Saum durch, habe ich beim Nähen ein paar Millimeter, die mir immer fehlen. Also nochmal, wir schieben das dann so weit raus, dass es hier bei 4 cm richtig liegt und machen uns hier eine Markierung. Das ist das, was man hochschlägt. Da muss ich raus. Jetzt gehe ich ja aber hier mit dieser Strecke wieder runter. Das heißt also, hier wäre mein Nullpunkt wieder genau hier auf dem Schnitt. So. Und mit dem Saum wiederum gehe ich wieder hoch. Das heißt, auf der dritten Linie zeichne ich wieder bei 4 cm und dem Nullpunkt am Schnittmuster. So, jetzt kann ich diese miteinander verbinden. Und wie ihr seht, gibt das dann keine gerade Linie. Ja, wenn ich das jetzt hochfalte, dann bin ich hier auf meinem Schnitt. Hätte ich jetzt hier einfach nur gerade durchgezogen, hätten mir diese Millimeter gefehlt. Beim Außenbein ist das jetzt an sich das gleiche, aber wie gesagt, die Schrägung ist hier ja extremer als hier. Das heißt also, hier wird der Betrag noch weniger und ich denke nicht, dass ihr das dann noch ordentlich sehen könnt. Hier sieht man es. Es könnte noch eindeutiger sein. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Jeans ab dem Knie richtig röhrig ist und aber vielleicht obenrum weitergeschnitten, dann ist diese Form also noch extremer und ihr merkt sowas sofort. Solche Umschläge wie diesen hier gibt es natürlich nicht nur an Hosensäumen. Das kann man ja zum Beispiel auch am Ärmel am Saum machen. Und je nachdem, wie dieser Ärmel geschnitten ist, ist das Ganze auch extremer.
Also das ist jetzt nur ein Beispiel mit diesem Hosensaum. Es gibt viele Verwendungsarten dafür. So, ich denke, das ist soweit klar. Sollten da Fragen bestehen, immer gerne in die Kommentare schreiben. Ich antworte sehr gerne, gar kein Problem. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist hier dieser Abnäher. Das ist der Brustabnäher. Und der braucht ein sogenanntes Abnäherdach. Dach nennt sich das deswegen, weil das jetzt gleich hier rausgeht. Ihr habt einen Abnäher, der soll für gewöhnlich, oft ist es anders beschrieben, aber maßschneidertechnisch ist es korrekt, wenn ihr die Nahtzugabe innen drin nach oben legt, damit man nicht von oben in die Naht reinschauen kann und der Staub sich nicht da drin sammelt, tatsächlich. Also Abnäher an der Brust immer nach oben legen von innen. Ja, also linke Seite nach oben. So, wenn ich das jetzt falten möchte, dann zeichne ich hier, also bei der Hose habe ich jetzt nicht noch den Zentimeter Nahtzugabe angezeichnet. Hier mache ich das jetzt aber mal. Da ist hier der Zentimeter Nahtzugabe von dieser oberen Strecke und dieser unteren Strecke. Und wenn ich das jetzt aufeinander falten möchte, so, dann muss ich mir hier die Mitte nehmen. So. Und zeichne diese Linie bis hier oben hin fort. Und diese nehme ich auf diesen Punkt. So, man sieht es, es macht einen kleinen Knick. Hier noch Knipse rein, um die Abnäheranfänge zu markieren. Und wenn ich das jetzt zusammenfalte, ergibt das hier eine Linie. Sieht man jetzt schlecht. Deswegen schneide ich es euch mal kurz aus. Deswegen auch die Nahtzugabe in diesem Fall. So. Na. Dann hier einmal raus und hier wieder rein. Das war jetzt auch nicht besonders viel. Das ist aber auch eine kleine Konfektionsgröße. Je mehr Brust vorhanden ist, desto größer der Abnäher und desto mehr das Dach. Ja, hier hinten der Schnipsel ist jetzt, der stört ein wenig. Moment. So, der war zu viel, weil ich das hier doppelt liegen habe. Also nochmal aufeinander falten. Und dann ergibt das hier eine Linie. Ja, hätte ich hier einfach eine Gerade durchgezogen, hätte ich hier wieder ein paar Millimeter zu viel gehabt. Das heißt also, hier in diesem Fall ist es jetzt ein Dach, was nicht rausgeht, sondern rein. Würde ich den Abnäher in die andere Richtung legen, das heißt also so rum, dann würde mir hier jetzt einiges an Stoff fehlen. Ich hoffe, man sieht es gut. Das heißt, wenn der Abnäher in die andere Richtung gedreht würde, wenn ihr das vorhabt, dann zeichnet ihr also diese Linie weiter durch und ab der Hälfte kommt ihr auf diesen Punkt zurück. Das ist jetzt wieder ein Beispiel. Es gibt natürlich viele Abnäher-Variationen. Es gibt viele Möglichkeiten, wo sie angewandt werden und dementsprechend gibt es auch viele Varianten, ob das jetzt ausgestellt werden muss oder eingestellt werden muss. Bei einem Rock oben am am Rockbund, wenn da Abnäher vorhanden sind, dann kommen zum Beispiel wirklich solche Dächer drauf. Auch da wieder, wenn Fragen sein sollten, einfach in die Kommentare schreiben.
Das nächste, was ich euch zeigen möchte, sind Falten. Und zwar möchte ich an diesem Vorderteil hier eine Kellerfalte anschneiden. Und dazu markiere ich mir hier wieder, ich nehme einfach wieder die 4 cm, wie eben bei der Hose auch, einfach nur der Einheitlichkeit willen. 4 und nochmal 4. Jetzt könnt ihr euch das Ganze also so vorstellen. Moment. Das wird hier auf diese Linie geklappt. Und natürlich müsst ihr euch das Vorderteil jetzt nochmal gedoppelt bzw. gespiegelt vorstellen. Dann habe ich hier eine sogenannte Kellerfalte. Das heißt, der eine Falteninhalt zeigt nach hier, der andere nach hier. So. Jetzt funktioniert das auch ähnlich wie bei der Hose. Und zwar, beziehungsweise, ja, eigentlich genauso, nur haben wir halt keinen Saum mehr, sondern nur diesen Falteninhalt, der dann wie der Umschlag verwendet wird. Ich lege hier wieder mein Geodreieck an und schiebe es am Ausschnitt hoch, weil ich ja jetzt, dieses Teil wird ja hier reingeklappt, das heißt also, das muss auch hochgehen, bis ich hier wieder bei 4 cm an meinem Schnittteil angelangt. So, mache mir hier wieder eine Markierung und mache mir auf der zweiten Linie wieder hier am Ausschnitt eine Markierung. Denn das geht ja dann wieder zurück. Also die erste Linie geht ja ins Teil rein, das heißt also hoch. Die zweite Linie geht wieder runter. Nochmal einmal kurz falten. Das geht hoch. Das liegt ja jetzt hier hinter. Und das geht wieder runter, weil da möchte ich ja wieder an meinem Ausschnitt sein. Quasi ein Ausgangspunkt. Jetzt kann ich das auch wieder wie eben beim Umschlag miteinander verbinden und habe keine fehlende Nahtzugabe. Ja, das würde ich sagen, wäre es soweit für heute und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!